Saisonfinale in der Regionalliga Ost. SVS war beim FAC zu Gast. Die Spieler von SV Schwechat wollen eine bescheidene Herbstsaison versöhnlich ausklingen lassen, haben aber eine schwierige Aufgabe vor sich. Der Tabellenführer FAC-Team für Wien ist in der laufenden Saison zu Hause eine Macht gewesen und will auch das letzte Spiel auf eigener Anlage gewinnen, um als Herbstmeister überwintern zu können. Doch von Anfang an sind es die Gäste aus Schwechat, die Druck ausüben können und somit zu den besseren Torchancen kommen. SVS-Kapitän Dominik Höfel zeigt tollen Einsatz, erobert den Ball und spielt in die Spitze zu Patrick Krammer. Der lässt den Ball abtropfen und Christoph Kafka schießt. FAC-Goalie Svete kann aber parieren. Nach knapp einer halben Stunde werden die Braustädter für ihr Engagement belohnt. Kurze Ballstaffette zwischen Kafka und Krammer, der lupft den Ball über die FAC-Abwehrreihe zu Patrick Koch und dieser lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen und schießt zur SVS-Führung ein. Gleich nach dem Tor dann die erste gefährliche Situation im Schwächerter Strafraum. Hereingabe von der linken Seite, doch der FAC-Stürmer kann den Stangelpass nicht im Tor unterbringen. Somit geht es mit einem überraschenden Stand von 0:1 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel sind die Floridsdorfer das aktivere Team und die Gäste aus Schwächert stehen tief und versuchen den Vorsprung zu verteidigen. Die erste Möglichkeit hat der FAC auch gleich nach ein paar Minuten. Hoher Ball in den Strafraum, handspielverdächtige Mitnahme und dann ein kläglicher Schussversuch. Kein Problem für Keeper Manuel Jakschitz. Ein paar Minuten später ist die Aufgabe für den SVS-Goalie schon etwas schwieriger. Flanke von der rechten Seite, der Ball wird abgefälscht und ein FAC-Spieler kann von kurzer Distanz abziehen. Starke Parade von Jakschitz. Der Druck von FAC wird jetzt immer größer. Wieder hoher Ball in den Strafraum, der Ball wird in den Rückraum gespielt, toller Schuss aufs Schwächerter Gehäuse und erneut kann sich der SVS-Goalie auszeichnen. Der Ball bleibt aber im Spiel und die Aktion ist noch nicht vorbei. Flanke auf die zweite Stange, der SVS kann nicht klären und Prohaska drückt den Ball über die Linie und steht somit auf 1:1. Die Heimischen versuchen in den letzten 20 Minuten noch den Siegtreffer zu erzwingen, scheitern aber am Schwächerter Abwehrbollwerk und somit endet das Spiel mit einem überraschenden 1:1 Unentschieden. Der FAC krönt sich damit zum Herbstmeister der Regionalliga Ost und SV Schwächert kann mit einem guten Gefühl in die wohlverdiente Winterpause gehen. Die Braustädter überwintern auf dem 12. Tabellenplatz, allerdings nur wenige Punkte vor dem Schlusslicht.